Ja, Freunde, wir waren ja im letzten Part so doll drin. Erstmal ein bisschen überzogen, aber das ist egal. Denn, ja, spielen wir einfach nochmal weiter. So, ich sehe gerade, er holt sich einen Flak rüber. Das ist das Schlimmste, was hätte passieren können. Dass er sich einen Flak holt. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Scheiße. Ich muss irgendwas gegen dieses Flak tun, aber was? Na, erstmal mache ich hier wieder klar Schiff. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, ich versuche einen Bomber zu bekommen. Und mit Hilfe dieses Bombers bombardiere ich ihn einfach mal. So richtig fies und brutal. Ja, ich mache das einfach so. Oh nein, sie hat ihre Gabe gemacht. Das ist scheiße. Aber da kommt schon der Bomber. Den schicke ich mal vor. Nicht cool. Mache ich das so? Hier zerstöre ich den. Dann mache ich das so. Zack. Verdammt. Ja, irgendwie muss ich seine Einheiten loswerden. Das ist ganz schlecht, was hier abgeht. Das ist wirklich ganz, ganz schlecht. So. Ich muss einfach nur durchschlagen oder durchkommen, besser gesagt. Ich muss bis zur Flak-Einheit muss ich durchkommen. Kann ich das schaffen? Jo, ich schaff das. Ich kann ihm ja, bevor ich das mache, ein bisschen hier schön einheizen. Oder ihr, das ist ja eine Sie. Ich sag die ganze Zeit ihm. Mensch, Verzeihung, Fräulein Cat. So, testen wir mal die Stärke unseres Bombers. Ja, der haut halbwegs gut rein, das passt. So, du kannst hier schön zack. Machen wir nochmal eine Runde Pause. Jetzt macht er hier ein bisschen Peng, ja. Das war aber zu vermuten. Ich mache jetzt einfach hier zack. Zack. Ups, das war der falsche schon wieder. Mann. Peng. So, Bomber. Jetzt habe ich aber wirklich genug. Jetzt mache ich meine Gabe. Meine Spezialgabe meine ich. Los geht's! Geld ist Macht. So, weil ich ja ein bisschen Kohle habe, mache ich jetzt einfach mal den hier. Zack, jetzt mal ganz vorsichtig. Tot. Jetzt kommt der Bomber. 92%. Na, das ist gut. So hat er wenigstens nicht mehr Minus gemacht. So ist das schön, wenn die Leute richtig viel Damage machen. Yeah. So, du kannst auch sterben. Dich brauchen wir nicht, dich wollen wir nicht. Machen wir den. Dann hat er keine Chance mehr, noch mehr Flugzeuge zu bauen. Und dann holen wir uns, ich würde sagen, ich komme von hinten mit einem mit einem Kampfpanzer an. Was ist das jetzt für eine Verarsche? Jetzt will er das so hinkriegen. Da Mist, jetzt ist er fies. Jetzt dreht er durch. Jetzt dreht er komplett durch, der Arsch. Hör bloß auf A. Also, heile machen. Und ein T-Heli einfach nur zum Rüberstellen, dass der mich nicht mehr nerven kann mit seinem ollen Flughafen da. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kriege ich sein old Flakgewehr. Stell da dann den hier hin, dass er nichts mehr bauen kann. Mach dann. Oh, das war schlecht. Ja, mache ich so. Jetzt kann er schon mal kaum noch was bauen. Das ist gut. So, hier will er natürlich wieder Stress machen. Das ist ja wieder so typisch. So, zack. Dann baue ich mir noch einen Bomber. So, jetzt langsam bin ich dabei, ihn einzukesseln. Das ist super. Jetzt wird er aber böse jetzt. Versucht er sich etwa meine Stadt unter Nagel zu reißen? Ja, das mag ich nicht. Nee, nee. Ist nicht cool. Zack. Zack. Einfach kampffähig. Ich werde jetzt einfach nur sowas von beballern. Ich muss aber irgendwie. Ja. Ja, das ist jetzt so eine Sache, ne? Ich muss eigentlich theoretisch nur hinkriegen, dass er keine verkackten Einheiten mehr hat. Denn auch dreimal Muni. Dreimal ist noch gut. Einfach weiter angreifen lassen. Wenn er irgendwann keine Einheiten mehr holen kann, dann ist das so schön, da habe ich alles geschafft.
Spezialgabe. Autsch. Mann, ey, das ist doof. Ich weiß ja nicht, wie ich das hier angehen soll. Zack, stirb. Alter, wie viel der aushält. Alter. Das ist fies, Mann. Der Olle sagt ja, wie ganz genau, was er hier tun muss, ne? Feuer. Feuer. Und jetzt endlich kann er nichts mehr bauen und Feuer tot. So. Jetzt muss ich nur noch hier Action machen. So, dann machen wir hier nochmal Action. Ich hab's schon so gut wie geschafft. Ist das schön. Ups, so. Zack. Mit dem Kampfheli zerstören wir den Heli. Ja, dann bleibt nur noch der hier. Und zack. Und hier habe ich keine Muni mehr. Egal. Mache ich so. Ach, so, keine Chance mehr. Ich habe gewonnen. Und dann, und zack. Los, meine Bomber. Sehr schön. Buhu, alles geht schief. Das reicht, ich gehe nach Hause. Fräulein Cat, warte auf uns. Sind Sie wirklich abgezogen? Es besteht kein Zweifel. Wir haben das Hauptquartier des Gegners gesichert. Ich habe meine Mission erfüllt. Mensch, bin ich erleichtert. Ihre Vorgehensweise war sehr kühn, Kommandant. Danke sehr. Schön, dass Sie das so sehen. Ich muss nur so weitermachen und Black Hole von hier vertreiben. Mission complete. Mission complete, Leute. Ach, ist das schön. Rang A. Naja, scheiß auf den Rang. Hauptsache, ich schaff das, ne? Zack. 23 Tage habe ich gebraucht. Boah. Alles klar, es geht weiter. Ich mache jetzt zuerst die Mission mit Olaf. Ah, das wird böse. Verlieren wir keine Zeit. Vorwärts, meine Truppen. Da vorne ist eine Stadt. Dort können wir ausruhen. Kommandant, Sie scheinen heute äußerst gut gelaunt zu sein. Ja, schneit es vielleicht da vorne oder was? Verteilen Sie, Kommandant, darf ich fragen, was vor uns liegt? Ja, es wird auch höchste Zeit, dass mich jemand das fragt. Die Wahrheit ist, wir erreichen bald meine Geburtsstätte. Wie war das? Deine Heimatstadt? Sehr richtig. Es ist schon lange her, seit ich auszog, um der Armee beizutreten. Ich nehme an, man wird erstaunt sein über meine militärische Karriere. Hoho, ganz gewiss. Dann rührt diese Freude einzig daher, mit eurem hohen Rang anzugeben zu dürfen. Bürger von Blue Moon, Olaf, der Vollwertige, kehrt zurück. Ja. Wird aber doch nicht so cool, wie wir jetzt alle denken. Leute, Mission 10, Spielplatz. Willkommen auf meinem Spielplatz. Spielt ihr jetzt mit mir, wo ihr eine so lange Reise auf euch genommen habt? Du Scheißer, was hast du getan? Was denn, stimmt was nicht? Gefällt euch mein Spielplatz nicht? Meine Heimatstadt, der Marktplatz. Wovon redest du? Ich sehe nichts dergleichen. Ach, du meinst das Zeug, das bei meinen Feldforschungen kaputt ging? Naja, dafür versteckte ich einen Bonbon in einer der Besitzungen. Glaubst du, du findest sie? Du glaubst, du findest es? Kid Colin, ihr haltet euch daraus. Das ist mein Kampf. Ja, Leute. Das wird ein hartes Battle. Ich glaube, in der Stadt oder in der Stadt ist, glaube ich, die Karte für das Labor versteckt. Ich weiß es nicht. Ich muss einfach mein Bestes geben. Ich gebe das Beste und dann wollen wir mal sehen, wo das hinführt, ne? Ich muss erstmal ein bisschen hier aufstocken mit Infanterie. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Genau, den schicke ich da lang. So. Der muss hoch zur Basis. Die brauche ich unbedingt. Der kommt dahin. Dann brauche ich hier noch zack. Hier bauen wir mal einen Speer. Verdammt, das ist ja ein Fluss. Da kann der Arsch herüber und mich angreifen. Ja, habe ich jetzt nicht mitgedacht. Aber das ist eigentlich auch egal. Hauptsache, die Basis in der Mitte gehört mir. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. So, hier schön Kohle holen und einfach weitermachen. Ja, das war klar, dass ich jetzt angegriffen werde. Aber ist nicht weiter schlimm. Zack, haben wir wieder eins. So. So, wieder was besetzt. Wieder was besetzt und die Basis gehört uns. So, mit dem Speer gehe ich mal schön voran. Mit ihm mache ich einfach den hier. Dann mache ich Pause, so. Kann ich eigentlich angreifen? Nein.
So, weiter besetzen. Ich weiß echt noch nicht, wie ich das jetzt hier angehen soll, ja, also... Ist noch sehr... Ja, ich bin noch sehr unschlüssig jetzt, weil das Level ist eigentlich voll fies gemacht. Ich muss einfach mal hoffen, dass es hier irgendwie gut läuft. Ja, ihr seht ja, läuft nicht so gut. Toll. Ich muss einfach gucken hier. Eigentlich ist es doch ja nicht so schwer. Zack. So, mit dem gehe ich da hin und greife den an. Dann kann ich hier mit den kaputt machen. So. Dann hole ich mir noch einen Jagdpanzer. Jagdpanzer sind sehr gut. Ja, also die sind ja so eine Alternativmöglichkeiten. Kosten nicht so viel, haben trotzdem eine ganz angenehme Kraft. Das passt eigentlich. So. Du Arsch willst sterben, hab ich gehört. Und dann habe ich auch gehört, dass du da sterben willst. Machen wir erstmal den hier, so. Und dann den hier, so. Schön, 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 schön. So, das wäre eine weitere Stadt zum Einnehmen. Die brauche ich sicherlich. Ich glaube, ich ruhe mal eine Runde und baue mir einen Raketenwerfer. Genau, ich glaube, das wäre momentan wirklich eine der besten Möglichkeiten, die ich hier machen. Oh, fuck. Autsch, ja, Raketenwerfer ist gut, Raketenwerfer ist gut. Mit ihm einfach weiter einnehmen und dann schicken wir die mal schon mal weiter da lang. So, der Arsch hier, der will jetzt weiter einnehmen. Das ist schlecht. Kriegt die Stadt jetzt. Muss ich wohl irgendwie... Die Stadt da oben, die könnte natürlich auch genau die sein, die ich einnehmen muss für die Karte. Man, das ist ja so fies, ey. Ich weiß echt nicht, wo die Karte vom Labor ist. Zack, ich muss jetzt hier irgendwie durchdrehen, ja? Ich brauche Punkte. Nicht Punkte, was laber ich? Was laber ich? Ich brauche Kills und ich brauche meine Spezialgabe, denn die ist stark. Ich weiß von ihm aber doch, der hat den Gegnern, glaube ich, Schaden zugefügt. Und Schaden zufügen ist mehr als genug. So, jetzt sind die da weg. Dann mache ich die da ein bisschen weg. Nimm das Ding hier ein. Ja, das ist die Stadt. Geil, ich habe die Karte wieder erfunden. Ja, und das ist eine weitere Karte zu einem gegnerischen Labor. Ihr könnt euch denken, was ich da wiederholen kann, oder? Genau, Leute, ein Plan für einen Titanpanzer. Ist auch recht krass gemacht. Zum Schluss kämpft man ja mit allen. Also ich denke mal, ich spoiler nicht, weil sich das ja denken kann. Später, wenn man alle Länder, sag ich mal, befreit hat und gegen Black Hole kämpft, dann ist es ja so, dass man mit allen zusammenkämpft. Und das ist wirklich so, wenn ich jetzt, sag ich mal, mit Blue Moon und Yellow Comet nicht diese Pläne für den Titanpanzer bekommen habe, dann kann ich den Titanpanzer mit denen auch nicht benutzen in diesen Endkämpfen. Das ist voll fies, ne? Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier so gut wie möglich gewinne und den Gegner fett abziehe. Das mache ich am besten, wenn ich so mache und dann mache ich so. Falsch. Das war falsch. Egal, ich kann hier trotzdem noch schön alles reißen und gewinnen. Ich bin nämlich gerade sogar... Ja, das sieht sehr gut aus. Und ich könnte wirklich gewinnen. Ich baue einfach weiter Jagdpanzer. Hör mal auf mit der Jagdpanzergewalt. Jetzt habe ich einen schönen Radius, das ist auch gut. Zack, ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden, um mir ein bisschen aufräumen zu können. Mann, ist doch voll fies. Ja, der Gegner, der spielt gerade auch so ein bisschen mit mir, glaube ich. Ich denke mir einfach mal, dass ich hier jetzt nochmal weitermache und eventuell habe ich ja irgendwann mal ein bisschen Glück und mache hier krasse Scheiße. Ja, jetzt gerade bin ich hier schon wieder voll am Einstecken. Ich muss aber austeilen, nicht einstecken. So, da habe ich jetzt wieder ausgeteilt. Wir wollen weiter austeilen. Ich nehme mir erstmal das Artilleriegeschütz davor. Dann gehe ich hier hoch. Ich muss ja versuchen, die Basis da um einzunehmen, weil es ja kacke, wenn der Gegner hier Basen zum Bauen hat. Brauche ich hier wieder Jagdpanzer und hier brauche ich einfach meine Infanterie, dass ich die hier hinschicke zu der Stadt hier. Und da ja mal sehen. So, das war wieder Aua. Ich schaue gerade auf die Uhr, Leute, und wir haben ja schon wieder rund 15 Minuten. Ich würde sagen, wir machen mal Pause, lassen Olaf hier ein bisschen chillen. Ne? Ein bisschen chillen darf er. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute, wenn wir hier Cat auf ihrem Spielplatz verprügeln. Aber so richtig. Also dann, Leute, ciao, ciao.